Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Mancha und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier bombastisches Wetter und deswegen habe ich mir gedacht, wir drehen eine krasse Foodtour durch Wien. Wenn du Wien beschreiben würdest in einem Satz, was wäre das? Ja, wir wissen alle, Wien ist anders, aber Wien ist teuer. I think all people are peaceful. Wien ist eine wunderschöne Stadt, um hier zu leben. Es gibt einfach sehr viel, das man machen kann. Alles gemütliche Leute, schöne Stadt. Die Umgebung ist super, die Stadt ist wunderschön. Ein besonderes Musikgeschichte. Super gut vernetzt, man kommt schnell in der Natur. Aber dass die Wiener das nicht schätzen. Es ist genau groß genug, um spannend zu sein und klein genug, dass man nicht runtergeht darin. Ich habe mir nice Foodspots ausgesucht und ich bin natürlich nicht alleine dabei. Was ist Erin? Ich bin Erin. Kennst du Erin Jäger? Ja. Von der Second Hand? Mhm. Du siehst aus wie ein bisschen. Würdest du wissen, welche Kräfte ich habe? Nein. Manch hat mir zufälligerweise geschrieben, los auf eine Foodtour. Ich dachte mir, Essen genau meins. Auf jeden Fall angekommen beim ersten Foodspot hier, Berliner Babo. Ein Streetfood-Laden, der sich im 12. Wiener Gemeindebezirk befindet. Hier sollen die besten Burger-Kreationen im Herzen Österreichs zu finden sein. Wir werden hier leckere, saftige Burgers essen. Ja, wird schon geil sein, ich habe nur Gutes über den Laden gehört. Safe. Wir sind echte Kritiker und deswegen müssen wir vor Ort also, sein. Wir haben so einen Gaumen. Also ihr werdet nichts unter 9 Punkte bekommen. Ja, ja. Der Laden schaut wirklich sehr schön aus. Ein schönes Ambiente. Okay. Ich fühle mich da wie zu Hause. Sagen wir das so. Wie zu Hause fühle ich mich. Manche zu Hause sieht genau so aus. Und die Mitarbeiter sind wirklich top. Sehr nett, sehr zuvorkommend. Heißt du? Erenjan. Erenjan? Ja. Du bist der Chef hier, oder? Nein, ich bin aber der Babo. Ja. Nicht der einzig wahre, aber der Babo. Einer der Babos. Einer der Babos. Wie ihr sehen könnt, bietet der Laden eine große Auswahl an Essen an. Von morgen bis abends gibt es für jede Tageszeit irgendetwas. Aber wir sind hier nur wegen einer Sache gekommen. Den sagenumwobenen Homemade Burger. Ist schön? Sehr gerne. Ich habe mir hier einen Double Smash Burger bestellt. Ein Smash Burger ist eine Art Burger, bei dem das Fleisch auf der Grillplatte flach gedrückt wird, um eine knusprige Kruste zu erzeugen. Der Vorteil ist ganz einfach, er schmeckt am Ende einfach besser, wenn diese ganzen Aromen zusammengepresst werden. Hier wird einmal der Smash Unlimited Burger mit der hausgemachten Spezialsoße, mit dem Eisbergsalat, mit den Essiggurken zubereitet. Und der Berliner Babo Burger mit einem Bio Beef Patty, einem normalen Cheddar Käse, einem geschmolzenen Käse, ein bisschen Granatapfel und wieder die hausgemachte Spezialsoße ist auch dabei. Das Brot ist ein Brioche-Bun, das täglich vom Bäcker Joseph Roth frisch gebacken wird. Sehen für mich auf den ersten Blick auch sehr qualitativ aus, aber gucken wir mal, wie das jetzt schmecken soll. Und jetzt, ich würde mal sagen, Bismillah und rein damit. Und Bro? Nein, das ist der Latte. Gib mir noch ein Biss. Oh. Der ist zu krass. Der ist krass, ja. Der ist zu krass. Ich hab gesagt, Smash Patties, da ist alles vorbei. Da ist alles vorbei. Das ist wirklich, das ist ein guter Smash Burger. Ohne viel reden, eine 10 von 10. Der ist lecker, der ist knusprig. Die Soße ist hausgemacht. Das ist wirklich top. Weiter so, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Einmal die Pommes. Wenn die Pommes krass ist, ich kaufe Anteile an dem Laden. Ich merke, du bist ein Orgelkritiker. So ein fetter Biss rein, Bro. Mhm. Warte, Bro. Okay. Ich sag dir ehrlich, es schmeckt gut, aber ich bin mehr der Typ für Smashed Patties. Okay, von 1 bis 10, wie viel würdest du geben? Ich würde so eine 8. 8? 8. 8 ist stark. Absolut stark. Aber ich bin Burger-Fan, Bruder. Bei Burger kann man bei mir nie was falsch machen. Okay, die Pommes? Pommes, Bruder. Knusprig, chitter. Boah, nicht war fett, Pommes sind geil. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, also ist eine klare Empfehlung. Berliner Babo, wirklich Schockgesell, sagt man. Ja. Kommt her und überzeugt dich selber.
Angekommen beim nächsten Foodspot hier bei Helvaci Yakup Efendi. Wie der Name schon sagt, bietet der Laden Helva an. Helva ist eine traditionell türkische Nachspeise. Das ist Pistazien mit Eis, Helva und das sind so Walnüsse. Ich glaube, das ist Pistazie. Pistazie? Ich glaube schon. Ihr seht schon, Profi-Foodtester. Und was sagst du? Eins, zwei. Und ein bisschen Eis. Komm, hau rein. Oh. Gibt gar nichts zu meckern. Eine ganz klare 10 von 10. Helva von denen ist wirklich geistkrank. Ist besser als. Was ist das? Ist das Tisch? Keine Ahnung, wer das erfunden hat, aber auf jeden Fall, das ist die Meta. Helvaci mit Eis, mit Pistazien, mit Walnüssen. Das ist es. Und was haben wir bestellt? Wir haben einmal mit Pistazie und weiße Schokolade und Helva halt. Mhm. Und darunter ist, glaube ich, Eis. Okay, darunter ist Eis. Ich mag eigentlich Pistazie nicht, aber. Mhm. Schauen wir. Ja. War nicht so überzeugend. Zu deren Verteidigung, ich mag keine Nüsse. Pistazie geht noch, aber sonst Nüsse und so. Helva liebe ich. Helva ist auch gut von denen, kann man nichts sagen. Von 1 bis 10, ich gebe dir eine 7,5. Aber das liegt daran, dass ich einfach kein Nussfan bin. Ich glaube, wäre das so pur mit Schokolade, das wäre genau meins. Aber so 7,5. Geht klar. An dieser Stelle, ihr könnt einen 100 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Ihr müsst nur irgendetwas in den Kommentaren schreiben. Keine Ahnung, irgendetwas. Schreibt ihr Lieblingsfoodspot in ihrer Stadt. Ja, schreibt euer Lieblingsfoodspot in der Stadt oder wo wir hingehen sollen. Schreibt, was an dem Video man verbessern könnte. Schreibt einfach. Ihr könnt auf jeden Fall 100 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Viel Glück. Angekommen beim nächsten Foodspot hier, Chios Kebab. Ich habe mitbekommen, dass es hier einen leckeren Döner geben soll. Einige meiner Freunde haben auch gesagt, dass der besser als Ferhat Döner schmecken soll. Ferhat Döner, bekanntlich der beste Döner in Wien. Und ich würde sagen, gehen wir mal rein. Ami, was sagst du? Das besser oder Ferhat? Ferhat ist lecker. Du bist der Chef, oder? Ja, ich bin der Chef. Ich bin Gio. Du machst nur Kalbfleisch, gell? Nein, Hühnerfleisch auch nicht richtig. Aber 100% ohne. 100% natürlich. Okay. Jeden Tag frisch machen wir. Genau, jeden Tag. Wir bekommen frische Ware von Großmarkt und Fleisch genauso. Und was sagst du, was besser, das oder Ferhat? Ja, natürlich unser Fleisch. Aber du kannst probieren, dann sagst du selber. Bitte. Mach ich. Genau. Ich habe mir einen Kalbsdöner bestellt, eine Cocktailsoße genommen und Salat halt. Well, this is pretty good banana. Also man schmeckt das Fleisch schon sofort raus, hat den guten Geschmack. Sehr gut. Knusprig, das Fleisch ist sehr intensiv. Man sollte, das ist ein guter Döner. Meine Endbewertung gebe ich später ab, nachdem du den getestet hast. Bro, ich sag's dir, wie es ist. Das ist nicht das erste Mal, dass ich den esse. Hast du schon mal gegessen? Ja, ja. Ich wurde dabei nie enttäuscht. Pack scharf drauf. Scharf ist er, gell? Muss. Wir schauen mal, ob er mich diesmal enttäuscht oder standhaft bleibt. Okay, okay. Bist du behindert. Was sagst du, erster Eindruck? Der Laden bleibt konstant gut. Ich liebe es, wenn das Fleisch so richtiges Fleisch ist. Genau nicht so mit diesem Faschierten und so weiter. Darf man das so? Ja. Ist hochwertig, oder? Für den Döner allgemein, für das Fleisch war wirklich sehr gut. Das Brot war verbesserungswürdig, aber sonst dem Döner würde ich eine 8 von 10 geben. Ja, das Brot war jetzt so, das war das erste Mal auch bei mir, dass es so ein bisschen Ding war. Mhm. Kann sein, Bruder, wir sind unter der Woche in der Früh gekommen, weißt du? Es ist 9 Uhr. So, yeah. Um den Dreh. Aber der Typ, der Besitzer, sympathisch. Sehr sympathisch, also sehr, wirklich, sehr. Cheers. Ich habe gehört, es gibt hier so Aktionen, gell? Du willst gratis Döner machen. Genau, gratis Döner, erster Tag, ja. Nächste Woche oder übernächste Woche gibt es hier eine Aktion. Ihr könnt einen gratis Döner haben oder ein gratis Adana. Jedenfalls. Das liegt daran, dass der Chios Kebab hier, den wir gerade getestet haben, erweitert wird. Da wird es nicht nur mehr Döner geben, sondern auch Adana. Genau. Adana, Hühnerspieß, Hühnerkotelett, also Lammkotelett. Wir haben alle Grillweisen. Angekommen beim nächsten Foodspot, Crazy Hinkali. Ein etwas unscheinbarer Laden hier. Klein, aber fein. Von meiner Erfahrung her gibt es genau bei solch kleinen Läden das beste Essen. Irgendwo in einer Ecke. Hier kann man kaukasische oder besser gesagt georgische Teigtaschen essen. Wir haben uns jetzt für die süße Variante entschieden. Aber wisst ihr, was noch süßer ist? Jeder Mensch, der diesen Kanal genau jetzt abonniert. Danke! Gemacht aus einem Schokoteig, gefüllt mit Nutella, mit Sauerkirschsoße übergossen und noch Schokostreusel obendrauf. Und schon gibt es das perfekte georgische Dessert. Es ist eine fucking Schoko-Explosion. Oh, das ist eine 10 von 10. Deswegen, mir schmeckt das geisteskrank. Das ist mit Nutella und das sind so Erdbeeren. So Kompott-mäßig, Erdbeeren-Kompott und safe von mir eine 10 von 10. Ungefähr. Man dreht das so um. Also ich hoffe, dass ich das richtig zeige. Dann macht man den hier. Hohoho, Junge, das schmeckt geisteskrank. Man dippt da rein in die Soße und danach den hier. Oh, mashallah. Boah. Das ist was Neues, also ich habe das noch nie gegessen.
Eine 10 von 10 von mir. Angekommen beim nächsten Foodspot hier, Wiener Divan. Hier soll leckeres pakistanisches Essen zu finden sein. Und ihr wisst ja, ich bin Pakistaner und ihr könnt das besser beurteilen als ich. Man kann da so viel essen, wie viel man will und am Ende entscheidet man selber, wie viel man da zahlt. Also so ist das Konzept von denen. Hast du mal pakistanisch gegessen? Nein, noch nie. Also pakistanisches Essen schmeckt sowieso besser als indisches. Gut, bitte. Komm, wir nehmen einmal Reis. Einmal diese Chutney, das sind so Erbsen und das ist so Chicken halt. Boah, jetzt rein damit. Das Wichtige, es muss natürlich schmecken. Erst dann ist es ein guter Laden. Also pakistanisches Essen schmeckt sowieso besser als indisches. Ich sag dir ehrlich, pakistanische Küche ist geisteskrank. Also. Oder weinst du? Wenn der Laden jetzt rotz ist, okay, wegen dir, ich werde nie wieder Pakistanisch essen. Das Essen hat wirklich sehr gut geht. Erin, sag deine ehrliche Meinung. Ich küsse dein Herz. Das Ding ist, das Konzept, es ist wild, dass du da reingehen kannst, so ein kleines Buffet, du kannst dir das einfach reingeben und das Konzept einfach, dass du hingehen kannst und zeigen kannst, wie viel du willst, ist krank. Natürlich wäre es ein bisschen Eib, so wenn du wenig gibst. Ja, wir haben jetzt wie viel gezahlt? 14 Euro für, aber man kann auch 5 Euro geben für diese Mahlzeit. Haben auch zwei Leute gerade gemacht. Wir haben 5 Euro gezahlt für dieselbe Portion. Wir haben 14 Euro gezahlt, einfach aus Respekt. Aber ich sage euch ehrlich, das Essen kann man zu Hause kochen und ist jetzt nichts Besonderes. Von mir eine 6 von 10. Kann man machen, aber muss man nicht. Ich gebe dem Essen eine 7 von 10. 7 von 10? Aber nicht nur wegen dem Essen, sondern wegen allem. Okay, ich meine zum Beispiel für einen Student, das ist ja genau in der Nähe von Uni. Ja. Für einen Student kann ich mir vorstellen, dass es Baba ist. Safe. Wenn du so einen 5 in der Tasche hast, kommst her, frisst dich voll, hat sich geregelt. Meine Mutter kocht 1000 Mal besser, also das war jetzt nicht das High-End vom pakistanischen Essen. Angekommen beim nächsten Foodspot hier, Kaisers. Hier bei der Millennium City bietet der Laden, wie der Name schon sagt, Kaiserschmarrn mit den verschiedensten Toppings an. Von Erdbeere, Apfelmus, Nutella, Oreo, es gibt gefühlt alles, was das Herz begehrt. Kaiserschmarrn ist eine österreichische Süßspeise, gemacht aus einem Pfannkuchenteig. Bei Kaisers ist der Kaiserschmarrn schon ready, der muss nur warm gemacht werden und die Toppings müssen raufkommen. Wir haben uns jetzt für die Nutella Lotus Vanille Eis Kombi entschieden. Die Mitarbeiterinnen hier waren auf jeden Fall sehr korrekt, auch sehr liebe Menschen. Die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben und das Essen mit Liebe zubereitet. Und das ist schon mal ein Pluspunkt. Danke sehr, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das gesund für die ist. Die haben das so gut gemacht, denen schmeckt das safe. Das ist aber mit Nutella und so, gell? Junge, den schmeckt das. Was haben wir bestellt? Wir haben Kaiserschmarrn mit Vanille und Lotus bestellt, oder? Das war eine geisteskranke Idee. Sagt ehrlich, Lotus kommt krank. Mmh. Ja, Bruder. Nein, sag dir ehrlich, der ist es. Gell? Brutal. Sofort beim ersten Bissen. Rechts, links, ja. Mit dem Eis probieren. Mit diesem Lotus, diesem crunchy Effekt. Mmh. Wirklich, ohne Spaß jetzt. 10 von 10. Mit dem Eis, mit dem Lotus und dem Kaiserschmarrn. Yes. Das ist erfrischend. Also, das ist so, wie wenn ich da reinspringen würde. Das war's schon mit der Foodtour, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag um 12 Uhr wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat das Video gefallen. Wie hat euch eigentlich das Video gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ehrenmenschen lassen gerne ein Like und ein Abo da, denn die Weisheit des Tages lautet: Tue was Gutes und dir wird Gutes passieren. Was habe ich mir bestellt nochmal? Ich habe mir ein paar nice Foodspots rausgesucht, die wirklich bombastisch schmecken sollen. Abo, schöne Grüße aus Wien, Bruder. Schokolade am Mund? Nein. Okay. Ja, du siehst aus wie ein Macher, du siehst aus wie ein Löwe. Hast du Bock auf die Foodtour? Es geht, Bruder. Nein, doch, fett Bock, voilà. Die süßen Khinkalis bestehen aus einem Schokoteig und... Was laber ich da?